Hi, hallo meine Amigos, kurze Werbung in eigener Sache, ihr Schlingel, und zwar nicht vergessen, jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab ca. 19.30 Uhr, 20 Uhr gibt es einen Livestream auf Twitch, der Sari-TV. Schaut vorbei, seid dabei, habt Spaß dabei und wir zocken alles so arg und was uns so einfällt. Eigentlich alles, was Spaß macht, seid dabei, kleine Werbung in eigener Sache und jetzt Video ab dafür. R2 gedrückt halten. Woohoo. Zum Auslassen. R3. Wow. Und jetzt wieder. Komm schon. Anhaltspunkt. Anhaltspunkt. Ja. Nice. R2 gedrückt halten. Alter, es muss lecken, ne? Hi, ho, meine Amigos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark PlayStation 4 hier auf unserem Nitrado-Server. Nicht wirklich, sondern Singleplayer. Aber ist ja das Level. Wir gehen heute den Bloodstalker zähmen. Wir sind hier 76, 77, so in dieser Region ungefähr, weil hier befinden sich die Viecher. Es ist eigentlich ist es Watschen einfach. Ihr geht rum, ihr müsst nur in eurem Inventar genügend Ding haben. Blutkonserven. Relativ viel Blutkonserven. Wir laufen jetzt da rum und müssen eigentlich nur schauen, wo so ein Vieh ist. Wenn wir in der Nähe kommen, zieht es uns rauf und dann war es das auch schon, ne? So Leute, jetzt endlich eine gefunden. Ich suche echt seit 10 Minuten. Hier bei 73,8, 74,2. Hier oben seht ihr einen ranhängen. Und jetzt braucht ihr eigentlich nichts anderes zu tun, als wir rangehen und genügend Blutkonserven haben. Das ist jetzt eigentlich das Einzige. Ihr geht unten in seine Zone, in seinen Bereich. Und dann solltet ihr eigentlich schon draufziehen mit seinem Spider-Man-Faden. Schauen wir mal, ob er es macht. Keine Ahnung. Und, was macht er? Ich glaube, er visiert uns schon an, oder? Oder er macht auch nichts. Kann er auch machen, ne? Er macht einfach nichts. Komm, zieh mich rauf und saug. Du Schwein. So, jetzt hat er's. Angriff, Kampf, Chance 0, ne? Hier steht's unten, Flucht, Chance 0. Man hat keine Chance zu flüchten, ne? Wie denn auch. Jetzt zieht er uns darauf. Das dauert ein bisschen. Und dann fängt er an zu saugen. Also unser Blut zu saugen. Wenn wir jetzt keine Blutkonserven hätten, würde er praktisch... er würde praktisch uns aussaugen, bis wir tot wären. So ein Ding ist das. Ihr seht, er hat Level 14. Er ist eigentlich ein Low-Bob, mehr oder weniger. Und er hat aber jetzt schon 25 Blutkonserven verbraucht. Also, ihr seht, es geht unten gut ab. Es geht echt gut ab. Mit diesem Level geht schon was weiter. Aber ihr braucht echt viel Blutkonserven. Schaut mal an. Er saugt ohne Ende, ne? Da geht schon was weiter. Da seid gefasst drauf, wenn ihr sowas macht, ihr braucht sehr, sehr viele Blutkonserven. Sehr, sehr viele. Nehmt doch immer mal 3, 4, 500 mit. Hört sich krass an, ist aber so, ne? Weil das ist jetzt echt ein Lobob. Leute, das ist ein Lobob. Da gibt es ganz, ganz andere. Und ja, da ist dann schon eher krass, ne? Also wenn ihr so 1000... Blutkonserven oder was braucht? Ja moin, da braucht ihr schon einen Tribe, der gut Gas gibt, ne? Um das Ganze zu farmen. So, bam. Es kann uns nichts passieren. Wir sind sofort drauf. Und alles ist gut. Ihr seht, passt, ne? Und jetzt kann man auch springen und fliegen und bibabo. Also jetzt erstmal da runterkommen. Also Leute, ihr könnt auch das Vieh zähmen. Das geht mega easy, sofern ihr die Blutkonserven habt. Und dann seid ihr einfach die Kings auf der Map, weil es ist halt einfach so schnell. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell man da einfach ist. Wundert mich, dass da jetzt nicht das Spiel abkackt, weil man kennt Ark und weiß, wie schnell das geht. Und da ist jetzt einfach mal gar nichts. Ihr seht, es ruckelt natürlich, auch ein Singleplayer. Aber es ist geil. Also man kann mit dem Vieh gut was machen. Macht Spaß. Zähmen mega easy. Mega easy. Und ja, also ihr seht, er hängt so hinten praktisch auf unseren Rücken drauf. Er hebt uns, der Bloodstalker. Anvisieren und wuff. Schaut, und hier zieht ihn ran. Er macht den Rest. Anvisieren, dass sie schön dran sein. R2 gedrückt halten und jetzt zieht das Vieh ran. Und jetzt nagt er rein, wie ein Bekloppter, ne? Wenn ihr euch die Blutkonserven cheaten wollt, Leute. Hier seht ihr den Cheat für die Blutkonserven. Gebt ein
GIF-Item. Abstand 45, Abstand wie viel ihr wollt, also 100. Abstand 0, Abstand 0. Bei einem Server nicht vergessen, vorne Cheat, Abstand GIF-Item mal reinschreiben. Was ist der Cheat für den Bloodstalker, wenn ihr den cheaten wollt? Der Cheat für den Bloodstalker ist Summon, Abstand Box, Spider, Unterstrich Charakter, Unterstrich BB, Unterstrich C. So habt ihr den Ding gecheatet und ihr habt ihn wild und müssen halt zähmen. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Und er macht Freude. Entschuldigung Leute, der macht einfach Spaß. Da kann man sagen, was man will. Das haben sie gut gemacht. Ich hoffe nur, die Performance hält es aus, weil einfach, ja, es ist krass. Und ihr seht, zack, R3, er lässt aus. Wir fliegen weiter. Zack, neu. R2 gedrückt halten, R3. Zack, er lässt aus. R2 gedrückt halten, wir ziehen uns rauf, wir lassen aus. Zack, und jetzt geht's richtig ab. Wow, schau mal, bam, und hier nochmal. Und der Tarzan ist hier, ne? Es laggt wie Sau, aber egal, schau mal. Wie das abgeht, bitte. Also Leute, holt euch das Vieh. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen Infos was anfangen. Das Spiel, das Vieh ist einfach cool. Das Vieh ist das Fortbewegungsmittel schlechthin. Schau mal an, Raptor kommt, ja, kein Problem, wir ziehen durch. Blutkonserven besorgen, ab in diese Region, raufziehen lassen, duck, 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 der zieht euch ab und dann habt ihr. Easy to tame und dann Spaß ohne Ende. Das kann ich euch garantieren. Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen in diesem Bereich und wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.